Ja, und ihr seht uns beide im Bett. Was war das denn? Kommst du mal ein bisschen runter, bei mir sieht man dich nicht. Danke. Ihr seht uns beide jetzt seht ihr uns beide im Bett, weil wir hatten es ja noch angekündigt, dass wir uns auch nochmal die Goodie Bag heute vornehmen. Und ja, das würde ich sagen, das gehen wir jetzt einfach mal an. Ist in so einem schönen Turnbeutel verpackt, der ist sogar... Vielleicht leerst du den aus, dann können wir den Turnbeutel mal präsentieren. Lern dir doch den Turnbeutel einfach mal auf sich aus, dann präsentiere ich den Turnbeutel. Ich habe noch gar kein Wort gesprochen innerhalb dieses Unboxings, fällt mir gerade ein. Unboxing? Hallo? Ist das ein Unboxing? Ja, es ist jetzt ein an Ich halte mal ganz kurz, du kannst dann dir reden. Hey, nicht da so... Warum legst du mir das so hart davor, Junge? Ja, ich zeig doch denen das Logo, was da draufsteht, ey. Okay. Ja, das ist ein... Wie nennt man die Dinger? Das ist ein Holzscheit, der... Nein, ich meine jetzt... Ein Turnbeutel. Nein, wie das Ganze hier. Goodie Bag. Goodie Bag. Das ist ein Un-Goodie Bagging. Ja, oder absolut. So in der Richtung. Ja, der Turnbeutel, genau, habt ihr gesehen. So, was haben wir dann? Ich habe eine neue Retard Cap. Die ist bei mir definitiv niemals irgendwo zu sehen sein wird. Jetzt muss ich mich auch noch bewegen. Also ich gehe jetzt mal von Kamera zu Kamera. Retard Cap? Ja, die kennt ihr eigentlich schon bei mir aus dem Stream auf jeden Fall. Bei mir nicht und bei mir werdet ihr sie auch nie sehen. So sieht die aus hier. Ja. Total unspannend eigentlich. Ja. Diese Kappe schmeiß ich auch mal gleich weg. Eigentlich war es doof. Das muss ich jetzt wieder aufheben. Ja, dann Was darf ich denn? Was darf ich denn? Ich nehme es auch. So, für alle, die begeisterte Gänger eines... Ich weiß nicht, warum du dir immer die Notwendigkeit hast, so hoch zu sitzen. Ja, ich dachte, wir chillaxen hier so ein bisschen. Ja, okay, wir chillaxen jetzt. Die gerne auf Festivals gehen. Die stehen ja da drauf, so Wolfgang Petri-mäßig sich die Hand zuzuballern. Da habe ich sogar eine gute Freundin, die macht das auch. Und da gibt es hier auch sowas. Und zwar Tankfest Bovington. Und auf der Rückseite steht Juni 2016. Ja, also auch was ihr bei mir nie sehen werdet, weil sowas trage ich nicht. Das schmeiße ich mal lieber nicht runter. Ja, dann haben wir einen Schlüsselanhänger, Sixth Sense, der leuchtet sogar, da hatte ich schon mal einen. Den habe ich überhaupt nicht benutzen können. Ich wollte einmal die Batterie wechseln, danach war er kaputt. Das ist sehr gut. Kannst du den zeigen, dass der ja, so leuchtet? Ja, ich gehe nach vorne jetzt, zeige den in die Kamera bei euch. Und Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut. Und wenn ich, so sieht der aus, ohne dass er leuchtet. Er stellt nicht scharf, aber ihr seht das also ja. Bei ihm stellt er gerade nicht so scharf, leuchtet, aber er kommt auch gleich zu euch da noch rüber. Ihr seht jetzt schon mal seinen Kopf, da kommt er jetzt, nein, achso. So, ich glaube bei dir stellt er genauso wenig scharf, nee doch jetzt, nee. Das ist also, weil er durchsichtig ist. Er leuchtet halt orange, das seht ihr glaube ich. War damals schon nicht besonders. Ich packe ihn wieder in den Turmbeutel. So, mach mal Kerzchen zuerst. Du bist schon vorne, dann mach doch. Mach doch, du darfst noch stehen. Ach, du willst dich nicht bewegen? Nein, ich mach dann das T-Shirt, weil du bist ja eh schon vorne. Das T-Shirt machst du? Du machst es? Okay. Ja, wir haben Kerzchen bekommen. Codes. Und zwar Bonus-Codes, ganz schicke. Ich finde tatsächlich, die sehen echt geil aus. Also, wie die diesmal gemacht haben. Ich halte die mal hier rein, verschiedenfarbig. Ihr seht das ja. Auch durchsichtig unten, da wo der Finger ist. Also sehr, sehr cool, muss man ganz klar sagen. Genau, also die sind optisch ziemlich geil. Jeder, der zu Gamescom kommen wird, der wird die wahrscheinlich dann auch sehen. Das ist jetzt das neue Design. Für World of Tanks, World of Warships und einen zurück? Kombinierten Code. Ich wollte die nur kurz nochmal einzählen. Ach so. So, wir haben einmal für World of Tanks ein Excelsior hier zu sehen. Bitteschön. Vielen Dank. Dann nochmal einen Excelsior. Und dazu habe ich gleich noch eine lustige Anekdote. So. Die ich vorwegnehme, weil mein Praktikant macht das nebenbei. Weil das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich kenne das Thema mit Xbox-Codes und Tanks-Codes. Ging mir ja schon immer so, dass die sehr ähnlich aussehen und die wurden früher nie gekennzeichnet, sondern man hat es nur auf der Internetseite hinten erkannt, dass der eine auf der Xbox-Seite einlösbar war und der andere eben auf der Tanks-Seite. Und in dem Fall schaue ich mir beide Excelsior-Codes an und beide Excelsior-Codes sind exakt identisch. Nur von der Farbe unterschiedlich. Es ist entweder
der Druck falsch, weil die Homepage die falsche ist. Oder, hi, oder der Code ist falsch, weil er einfach zweimal PC ist. Also so oder so ist es eigentlich, irgendwas ist da falsch gelaufen und es ist keinem ausgefallen, außer uns beiden in dem Fall. Ja, das fand ich ganz nett und ganz lustig. Und dementsprechend nehme ich mir jetzt das, dass du das T-Shirt fängst. Nee, das ist ja nein, das kenne ich übrigens auch schon. So, vielleicht nochmal, um das zu sagen. Das hier übrigens, das Schiff für World of Warships ist eine Campbell Town. Und das rote Ding hier, wo einfach nur ein Wargaming-Symbol drauf ist, das ist ein kombinierter Invite-Code. Der beinhaltet eine Campbell Town und ein Excelsior. Also zwei Spiele werden damit abgedeckt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was wir mit den Codes machen, weil Excelsior, weiß ich nicht, ich hab den schon. Den können wir nicht so wirklich gebrauchen. Die Campbell Town, die werde ich für mich einlösen, die brauche ich, die habe ich noch nicht. Ich habe aber auch schon mal so ein bisschen vorher gefühlt, so nah angefühlt, nachgefühlt, Codes. Okay. Wir verteilen die wahrscheinlich zu unserem kleinen Community-Treffen auf der Gamescom. Genau. Am Donnerstag wird das ja stattfinden. Ganz genau. Habe ich übrigens noch nie erwähnt. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal so komplett groß gesagt habe, aber auf jeden Fall 18.8., der Donnerstag, das wird unser Abend sein. Da wird es auch dann eine Umfrage geben. Gibt es sogar schon. Gibt es schon, aber noch nicht kommuniziert. Wir haben es noch nie kommuniziert. Genau. Wir können es ja aber mal in die Beschreibung schon mal packen. Machen wir gerne. Genau. Und da wird eben geschaut, wie viele von euch überhaupt Interesse haben, uns beiden Nasen im Real Life zu sehen, am Donnerstag, den 18.8. in Köln abends. Und je nachdem, wie die Beteiligung sein wird, ist dann der Hintergrund des Ganzen, dass wir dann schauen, welche Location könnten wir uns dafür aussuchen. Und um das jetzt lange Rede, kurzer Sinn, werden wir dann diese Codes, sofern wir welche frei oder vielleicht auch noch bekommen, dann da mitnehmen und vielleicht ein, zwei nette Fragen stellen, irgendwie so, dass man sagt, okay, man macht ein Mini-Gewinnspiel. Das soll jetzt natürlich nicht der Sinn und Zweck sein, uns da zu sehen, aber bevor wir die Codes, keine Ahnung, irgendwie bei irgendwelchen doofen Videos rausgeben, ich finde nicht, das ist eigentlich ein ganz netter Anlass. Ja, finde ich eigentlich auch. Ist eine gute Idee von dir gewesen, mal zur Abwechslung. Ausnahmsweise. Gut, dann das nächste, das mache dann ich hier. Und zwar ist das hier ein Karton. Und, das ist aber neu, das vorne drauf. Echt, ja? Ja, das ist nämlich ein Becherchen. Ich hätte da nur einen World of Warships Becher, glaube ich. Ein Becherchen, der so ausschaut. So ausschaut. Leer anhalten, ja. Und hat noch einen Karabiner. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Ding eher ein Deko-Gerät ist, weil da passt, ich würde mal sagen, 0,1,5 vielleicht rein. Also 2 ist das schon. Ja, 0,2 ist das schon nicht mehr, weil das ist recht dick. Unterschätzt es nicht. Also es ist trotzdem nicht so viel. Überschätzt es nicht, genau. Danke. Aber ja, absolut richtig korrigiert. Dazu muss man auch mal stehen, wenn man in der deutschen Sprache nicht so mächtig ist als gebürtiger Deutscher, dann kann man das ab und an nicht so gut. Also von dem her. Halber da. Halber. Also auf jeden Fall, das ist von der Optik her kenne ich das nicht. Der ist auch anders als den ich habe, also von der Inwand. Ja. Also ist nett, aber ist halt auch eher sowas für daheim als Deko-Element, denn unbedingt, dass ich sage, ich muss jetzt unterwegs aus meinem Becherchen trinken. So, und dann ein T-Shirt, das ich dieses Jahr zur Abwechslung übrigens auch echt gut finde. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag es ja sowieso, wenn, das wissen die meisten von euch von meinen Unboxings, wenn T-Shirts gaming-related nicht unbedingt schwarz sind. Es ist nicht schwarz, es ist weiß, das habt ihr schon gesehen. Und das Logo finde ich echt gelungen. Ich dachte übrigens zuerst, das wäre ein Panther. Das ist natürlich kein Tiger, kein Panther, das ist ein Tiger 2. So, das, ja, irgendwie habe ich zuerst zu zerknautscht gedacht, es wäre ein Panther. Aber es ist ein Tiger 2. Dann halte ich das auch nochmal kurz hier rüber. So, das ist das T-Shirt mit Tankfest. Ihr seht das spiegelverkehrt, ja. So ist es leider bei einer Kamera. Kann man nichts machen. Ja. So. Also das war in der Goodie-Bag und ich, deswegen gesagt, ich habe auch mal gefragt, wie viele da gepackt werden. Das ist mal so vielleicht noch ein kleines Randanekdötchen. Das werden 3000 Stück davon vergeben auf dem Tankfest und die sind dann auch alle weg. Also 3000 solche Goodie-Bags und klar, die sind Sponsor und klar, effektiv gesehen, aber so ein Turnbeutel kostet Geld, so ein T-Shirt kostet Geld und davon 3000 Stück, das geht schon ins Geld und da muss man nach wie vor sagen, ist Wargaming der einzige Anbieter, auch auf der Gamescom, der jedes Mal wirklich so viel Geld dafür in die Hand nimmt, um seine Spieler damit irgendwo ein bisschen zu belohnen, dafür, dass man nur eine Runde gespielt hat. Also muss ich sagen, jedes Mal machen sie wirklich anständig. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz nett.
Ich meine, wir kriegen jetzt ja eigentlich immer, wenn wir auf so einem Event sind, so eine Goodie-Bag, um das mal zu zeigen. Also wenn man davon ein paar gehabt hat, dann hat man eigentlich irgendwie alles gesehen. Also wie gesagt, das mit dem Sixth Sense wiederholt sich, das mit dem Becherchen wiederholt sich. Das T-Shirt finde ich immer cool. Ja. Aber ich finde es an sich auf jeden Fall eine extrem nette Geste. Absolut. Ja, warum nicht? Ja, das war diesmal drin. Mit dem Turmbeutel sind sie irgendwie auf den Zug aufgesprungen, wie ganz, ganz viele. Also ja, der Turmbeutel, der ist irgendwie gang und gäbe aktuell. Neuer Trend. Aber ist halt Hipster, ne? Ja, passt. Damit wisst ihr, was in der Goodiebag ist, was ihr euch entgehen habt lassen, wenn ihr nicht da wart. Schämt euch! Genau, und ansonsten, wir sehen uns auf der Gamescom hoffentlich. Da gibt es vielleicht auch für euch eine Goodiebag und von uns einen Code, wenn ihr Glück habt. Also, bis zur Gamescom und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!